Sag mal, Leute, was war das denn beim letzten Part für eine komische Person schon wieder? Ich meine, wir werden die ganze Zeit nur von komischen Leuten irgendwie angeknabbert, angesprochen. Die werden dann wieder unsichtbar und laufen weg. Leute, ich habe das Gefühl, ich habe Wahnvorstellungen. Vielleicht bin ich dann langsam schizophren, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Oblivion Realistic Mode. So, das Problem ist, was wir haben. Zum einen, Was gibt's? wir sind ein Vampir! 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 Okay, ich bin jetzt schon ruhig. Twilight Zone hat uns jetzt mittlerweile mitgenommen. Das ist zum einen das Problem. Zum anderen wurden wir, beziehungsweise wurde die dunkle Bruderschaft auf uns aufmerksam. Ist auch nicht so eine nice Sache. Und zum dritten, der Stufenaufstieg hat nicht funktioniert, weil dieser Vampir sich dachte, ich hau mal meine Reißzähne direkt in den rein. So, jetzt würde ich aber sagen, schlafen wir erstmal mindestens eine Stunde, damit wir wieder unser Level abbekommen. So ist das gut. Konstitution, genau. Konstitution muss natürlich mit rein, Stärke ebenso. Und ich würde sagen, Glück oder Persönlichkeit. Ja, Persönlichkeit haben wir lange nicht mehr geskillt, können wir auch mal wieder machen. So, Stufe 10 sind wir mittlerweile. Und wir sind schon fast beim nächsten Level ab, sehe ich gerade. Sehr gut. Okay, die Frage ist jetzt, wie werden wir den Vampirismus los? Denn ich glaube, der ist nicht so gesund. Habe ich gehört, dass das nicht so gut sein soll. Aber ich meine Hallo, zumindest. hallo. Hallo? Okay, kriegen wir Schaden hier, wenn wir hier draußen rumlaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann ja mal kurz schauen, ob da irgendwas steht zu dem Vampirismus an sich. Müsste da ja was geschrieben stehen. Vampirismus, 25. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine genaue Aussage, würde ich sagen. Aber es scheint uns nicht sonderlich zu schaden. Also ich möchte es gerne weghaben, das ist klar. Aber wir kriegen auf jeden Fall keinen Schaden dadurch. Na gut, dann werde ich das erstmal ignorieren für die nächste Zeit. Genau, das ist dieser Meuchelmörder-Kollege. Verbündete für Bumar, das wollten wir immer noch machen. Genau. Die Arena. Genau, wir wollten nochmal zu Isabelle. Die wollte noch mit uns ein bisschen schnacken, wie wir weiter vorgehen wollen mit unserem neuen Ruhm, den wir bekommen haben, durch den Sieg in der Arena. Wollen wir mal schauen, was Isabelle so zu beschnacken hat mit uns. So, Isabelle, mein Schatz, komm doch mal her. Ich habe was mit dir zu bereden. Na, guck mal, ich glaube, ich habe das Gefühl, die sitzt hier den ganzen Tag. So sagt schon was. Hier ist das schwere Arena-Gewand, aber leider nicht unsere Zwergenrüstung. Ist die hier irgendwo? Wir sind ja leider immer noch nur in stählernem Gewand. Zumindest was, Ah, leider ist es hier nicht mehr. Zumindest was unserem. Was wollte ich jetzt sagen? Was unseren Brustharnisch angeht. So. Isabel, wir wollen mit dir reden. Hallo. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena. Hört zu. Ich wette, dass ihr euch fragt, was ihr nun tun sollt, nicht wahr? Nun, ich habe darüber nachgedacht. Warum machen wir es nicht etwas interessanter und bieten den Menschen in Cyrodiil das, was sie sich wirklich wünschen? Wir überarbeiten die Wettkampfregeln, bieten eine neue Form von Kampf an. Ich rede von wöchentlichen Spektakeln, von Kämpfen, in denen ihr gegen, ha, wartet nur, Monster antretet und vielleicht sogar ein paar wilde Tiere. Das klingt doch großartig, oder? Ich habe bereits Leute ausgesandt, die eure nächsten Gegner auftreiben. In der Wildnis wimmelt es nur so von ihnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Und die Spiele gehen weiter. Die Idee ist tatsächlich gar nicht mal schlecht. Und ich würde sogar wirklich auch ganz gerne mal ein bisschen gegen Tiere kämpfen. Ich würde aber gerne noch viel lieber Worauf wartet ihr? kurz vorher Sieh speichern. an, wenn es... Aber können wir gut mal probieren. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich schon den größten Teil der Menschheit auf jeden Fall ausgelöscht. Ich würde sagen, Tiere sollten kein großes Problem für uns sein. Wir sind bereit für eine kleine Partie. Mit euren Fähigkeiten habt ihr die folgende Wahl. Wollt ihr gegen einen Berglöwen, gegen zwei Berglöwen oder gegen zwei Berglöwen und einen Zweigling antreten? Gut, ein Berglöwe ist ja ein bisschen billig, ne? Da haben wir schon einige Male geschafft. Zwei Berglöwen ist eine gute Herausforderung, aber ist jetzt auch nicht so schwer. Ich weiß jetzt nicht, was ein Zweigling ist, beziehungsweise Spriggan, wie es hier steht. Trotzdem möchte ich gerne mal die schwerste Herausforderung ausprobieren. Ich meine, wir haben gespeichert, kann nicht so schlimm werden. Probieren wir es mal aus. Ihr habt es. Ich lasse die zwei Berglöwen und den Zweigling in die Arena bringen. Jetzt geht dort hinauf und bietet den Leuten etwas für ihr Geld. Das werde ich. Ich weiß nicht, was es für einen Unterschied macht. Wahrscheinlich kriegen wir dann einfach eine andere
Entlohnung dafür. Das Problem ist, wir haben ja noch den Vampirismus drauf. Und es könnte gut sein, dass der uns irgendwie in gewisser Weise schadet. Ich weiß nicht in welcher Weise, vielleicht Ausdauer senkt oder sowas in der Richtung. Ich habe schon wieder gespeichert, na gut. Wird einfach Ihr nicht Leute überschrieben. der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Das ist ein Zweigling. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen einige von Cyrodiils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus. Schließt die Tore. Okay. Ich werde erstmal probieren, den... Okay, der Zweigling ist so ein Hexer. Und der hat einen Bären beschworen. Ich habe das Gefühl, gegen die Berglöwen kann ich gut ankommen. Aua, aua, aua. Okay, ein Berglöwe ist down. Der Zweigling sollte auch bald... Oh, ich glaube, gegen sowas haben wir noch nie gekämpft. Aber ich möchte gerne den Zweigling tot sehen. Aua, aua, wir sind tot. Okay, das ging schneller als gedacht. Ich werde es nochmal probieren. Ich habe das Gefühl, dass der Zweigling relativ stark ist. Ihr Leute der Kaiserstadt. Haben wir eigentlich einen Zauber, der uns irgendwie temporär schützt? Wir haben auf jeden Fall dieses Färberweit. Das könnte ich nutzen. Das wäre gar nicht mal schlecht. Aber das mache ich mal. Seid willkommen in der Arena. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen einige von Cyrodiils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn wir noch den Feuereffekt drauf hätten, aber gut, da brauche ich erstmal jemanden, der das mir reparieren kann, beziehungsweise aufladen kann. Finden wir es heraus. Schließt die Tore. So, Färberweit. Zack. Dann wieder umswitchen auf den schwere Wunden heilen und einfach drauf sprinten. Denn jetzt haben wir erstmal Gewissheit, dass uns nichts hauen kann. Beziehungsweise keinen Schaden machen kann, auf jeden Fall. Euer Glück wurde entzogen. Das finde ich aber nicht nett. Meine werteste Dame, könnt ihr das bitte unterlassen? Das Problem ist, dass halt der Bär mega stark ist. Gegen den habe ich... Okay, der Schild funktioniert nicht so ganz, wie ich dachte. Ich glaube, wir werden einmal kurz... ein bisschen die Schwierigkeit verringern. Denn so ein Zweigling scheint doch ein bisschen stärker zu sein, als ich dachte. Gegen die zwei Berglöwen werde ich auf jeden Fall klarkommen. Aber nicht mit dem Zweigling zusammen. Der ist mir ein bisschen zu stark. Hätten wir den Feuereffekt drauf, wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher. Aber so wäre es mir dann doch ein bisschen zu schwer. So, zwei Berglöwen hätte ich gerne. Ja. Ist mein Schwert überhaupt repariert? Ja, okay. Sonst wäre das natürlich die erste Aktion, die ich hätte tätigen sollen. Gut, gut, jetzt haben wir es aber alles ein bisschen runtergesetzt, die Schwierigkeit. Ich habe natürlich nicht ohne Grund da gespeichert. War offensichtlich gar nicht mal so blöd. So, nehmen wir unser Schwert und Ihr greifen Leute die Berglöwen der an. Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen einige von Cyrodiils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Ja, ja. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus. Schließt die Tore. Tut das, meine Freunde. So, los geht's. Gut, gegen Berglöwen, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht so ein großes Problem gegen. Weil an sich kann man dem auch einigermaßen gut ausweichen. Wenn man denn einigermaßen geschickt umgeht. Oh, die machen viel Schaden. Heil dich! Okay, einer ist schon mal down. Der zweite folgt sofort. Oder auch nicht, weil ich zu schlecht bin. Okay. Die sind doch schwerer als gedacht, aber die haben mich auch sehr gut getroffen, muss man sagen. Och, jetzt ist das schon wieder falsch geladen. Mann, Mann, Mann. Wie man es macht, macht man es verkehrt, wie man so schön sagt. Ich beeile mich, keine Sorge. Einmal möchte ich es noch probieren. Wenn es nicht klappt, dann werde ich erstmal was anderes unternehmen. Zwei Berglöwen, da kann ich auch mein Schild einfach aktivieren. Das ist sowieso die wesentlich bessere Idee. Wäre dann schon ein bisschen schlauer, wenn man das so macht. So, dann rüsten wir mal kurz den Zauber aus. Den nötigen Zauber möchte ich auslösen. Wo ist er denn? Ah, da. Ne, nicht Nordischer Frost, Färberweit, genau. Da könnte ich sogar den Kuss der Liebenden nutzen, aber lassen wir erstmal. Ziehen unser Schwert. Speichern nochmal. Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena.
Ich würde es gerne überspringen, dass der so viel labert, aber kann ich leider nicht. Von Cerodils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Ja, das ist in der Tat richtig. Diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen. Finden wir es heraus. Schließ die Tore. Okay, speichern. Schild raus. Einmal kurz switchen auf schwere Wunden heilen. Und los geht's. Kommt her, ihr Bestien. Okay, sie lassen nicht lange auf sich warten, auf jeden Fall. Und sie machen viel Schaden, das sieht man hier schon. Ja, okay, okay. Haut mich einfach in den Stunlock und dann ist alles gut, oder wie? Ich habe das Gefühl, ich hatte gerade den richtigen Move raus. Wie ich die ein bisschen besser treffen konnte. Aber so ist jetzt wieder doof. Okay, einer down. Heilen. Nice. Ihr Leute, Großmeister ist siegreich. Geehrter Großmeister, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt sie euch wieder einmal verdient. Ich weiß, mein werter Arena-Sprecher, ich weiß es doch. Oh, die haben uns sehr viel Schaden gemacht, sehe ich gerade. Was so lustigerweise irgendwie überhaupt nicht zu sehen ist in unserer optischen Reaktion, wie man so schön sagt. Ihr habt es geschafft, meine Liebe. Das war echt eine Show. Ja, das würde ich aber meinen. So, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal wieder ein bisschen. Ich glaube, wir müssen sowieso eine Woche warten, bis wir weitermachen können. Von daher, ich möchte auch gar nicht erst weitermachen. Die Beute nähert sich. Ja, möchtest du erstmal rausgehen? Dann kann die Beute sich gerne nähern. So. Gut, was machen wir denn jetzt? Einmal geschaut. Messer im Dunkeln lassen wir erstmal ein bisschen, weil die Dunkle Bruderschaft ist jetzt nicht unbedingt meine liebste Gilde. Verbündete für Brumar, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel in Anvil. In Anvil haben wir auch schon sehr viel geholfen. An sich könnte der ja uns sehr zugetan sein, der werte Schlossherr. Und möglicherweise auch uns helfen wollen in dieser Angelegenheit. Na gut, gehen wir ins Schloss und fragen, ob er vielleicht so eine kleine, eine Hand wäscht, die andere Aktion machen möchte, ne? Könnte ja sein. Vielleicht braucht er was, dann brauchen... Ach, hier sind sogar wirklich Wachen. Wer bist du denn? Gute Nachrichten, Bürger. Ein Fremder? Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Wer seid ihr? Ich bin der Fremde. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Das und das mit mir nicht zu spaßen ist. Okay. Schatten mögen euch verbergen. Creepy. Gut, der werte Graf ist anscheinend nicht da. Kannst du mir sagen, wann er kommt? Wie ist das werte Befinden? Ach gut, gut, mein werter Anvil-Wache. Entschuldigt mich. Kann er mir leider nicht sagen. Na gut, dann müssen wir ein bisschen warten. Hier gerade 7 Uhr morgens, na gut, dann ist der natürlich noch nicht wach, der werte König. Ganz klar, der pennt ja immer bis 9 Uhr mittags. Ach, das ist eine Gräfin. Okay. Hallo, werte Dame. Habt ihr einen Auftrag für mich? Ich habe ein Anliegen an euch. Ich bin Milona Umbranox, Gräfin von Anvil. Ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich hoffe auch, ihr werdet uns keinen Grund geben, unsere Gastfreundschaft Fremden gegenüber zu bereuen. Natürlich nicht. Was denkt ihr denn von mir? Brumar braucht dringend Hilfe. Könnt ihr irgendwas für sie tun? Ich würde gerne Hilfe nach Brumar schicken. Aber mit einem offenen Oblivion-Tor vor der Stadt kann ich es nicht riskieren, die Verteidigung von Anvil zu schwächen. Okay, das heißt, wenn wir dieses Oblivion-Tor schließen, würde sie uns helfen. Lebt wohl. Gut, dann wollen wir das doch mal in Angriff nehmen. Wer bist du denn hier, schöne Frau? Ich bin Dairi Hill, Majordomus von Burg Anvil. In Anvil laufen die Dinge anders. Und der Unterschied zeigt sich daran, dass die Leute sich wohlfühlen und Vertrauen haben. Okay, danke. Lebt wohl. Okay, meine Idee wäre jetzt erstmal zu versuchen, in irgendeiner Weise unser Schwert wieder ein bisschen aufzuleveln. Ich würde mir sogar auch sehr gerne dafür Seelensteine kaufen. Wenn es sein muss, kann ich das auch gerne machen. Ich möchte nur wieder so ein Flammenschwert haben, weil das ist wirklich stark. Achso, wir sind jetzt hier draußen. Okay. Wie ist das werte Befinden? Ach gut, gut, mein werter Herr. Mein wertes Befinden ist herrlich. So, gehen wir mal hier wieder rein nach Anvil. Und dann vielleicht zum Magier-Shop oder so. Irgendwas wird es ja wohl geben, wo man einigermaßen was aufladen kann. Denn meine Boxerhandschuhe sind mittlerweile auch wieder ein bisschen angeschlagen, was die Ladung angeht.
Da würde ich auch ganz gerne wieder ein bisschen nachhelfen. So, was haben wir denn hier? Okay, das ist ein Haus von jemandem. Hier war auf jeden Fall die Kämpfergilde. War hier auch eine Magiergilde, ist die Frage. Ich glaube schon. Ah ja doch, da vorne. Perfekt. Können wir mal nachfragen, ob da jemand irgendwie in irgendeiner Weise aufladen könnte. Wäre ziemlich nice. So. Hallo. Schönen Tag. Schönen Tag. Du kannst leider nichts tun. Lebt wohl. Und du? Ich bin... Was darf ich euch anbieten? Hast du was Gutes dabei? Du hast auf jeden Fall viele Tränke, weil du ein Alchemist bist natürlich. Okay, er hat Seelensteine. Mit Seelen sogar drin. Aber die kosten mir irgendwie ein bisschen zu viel Geld. So 133, 105... Alter, 580. Okay, du bist ein bisschen übertrieben. Okay, so einen kleinen kann man aber nehmen. Da habt ihr ein Schnäppchen gemacht. So für den Anfang. Wie viel bringt das denn so? So ein kleiner Seelenstein. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der schöne Seelenstein? Wo ist er denn? Keine. Hä? Ach, klein. Auch ihr. Jetzt ist er bei 158. Okay. 158 ist ja jetzt nicht so viel. Keine. Wieso ist denn das auseinandergesplittet hier, wenn das beide keine sind? Waffe auflösen, krass. Festigen Schwertkampf? Alter, der Siegelstein ist ja mega gut. Würde ich gerne irgendwo raufpacken. Was hätten wir denn überhaupt? Auf das Langschwert könnte ich das natürlich packen. Lass ich erstmal. Machen wir vielleicht später. Okay, ist vielleicht irgendjemand hier, der das auch richtig aufladen kann? Du vielleicht? Kommen wir zum Geschäft. Achso, du kannst uns nur sowas lehren. Ha. Danke, aber nein. Oder hast du einen Zauber, dass man die Ladung auffüllen kann? Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Telekinese. Ganz viel absorbieren. Last lindern. Ha. Seelenfalle, das ist es. Das bräuchte ich eigentlich. Aber es ist 75 Mana braucht man da, das ist zu viel. So viel haben wir leider nicht. Ich würde es trotzdem gerne kaufen. Und dann einfach ein bisschen in Magie investieren, weil Seelenfalle, genau damit kann man eben diese Seelen eben, wie der Name es schon sagt, einfangen in diese Seelengefängnisse, in diese kleinen Steine. Hast du vielleicht was für mich? Margole. Oh, er hat's sogar. Haltet eure Magieausrüstung immer aufgeladen. 3000 für Apotheose. Krank. Okay, erstmal hier. Das ist mir wichtig. Kostet zwar viel, aber es reicht mir. Gut, dass ihr Zerstörung trainiert er und was hast du was sonst so? Was darf ich euch anbieten? Lebensenergie verzehren, lecker. Okay. Danke dir. Schönen Tag. Jo, wünsche ich ebenso. So. Dann wollten wir zum Tor, ne? Ist es das hier? Gehen wir erstmal raus und schauen. Ne, auf der Karte ist es hier angezeigt. Dann gehen wir mal dahin. Wie viel Mana haben wir eigentlich gerade? 60. Wir brauchen, glaube ich, 72 für dieses Seelen... 75 brauchen wir für Seelenfalle, okay. Gut, dann müssen wir dann noch ein bisschen leveln und das ein bisschen hochpushen. Denn wenn wir das machen können, dann ist das schon sehr hilfreich. Weil wir dann nämlich nicht bezahlen müssen für diese Verzauberung. So, einmal kurz das Pferd nehmen. Ein bisschen müssen wir noch reiten. So! Dann einmal los. Wo müssen wir denn hin? Okay, ziemlich genau geradeaus. Sehr entspannt. Ich glaube, hier irgendwo war auch diese Dunkle Bruderschaft-Mission. Glaube ich zumindest. Guck mal, der wird vom Wolf angefallen. Armer Kerl. Ich werde ihm leider nicht helfen können, weil wir wichtigere Sachen zu tun haben. Und zwar die Hilfe für Brumar. Na, guck mal, da sind wir schon. Da vorne ist schon direkt der Erste, der uns auf den Sack gehen möchte. Genau, Oblivion-Tor, da gehen wir mal... Okay, da gehen wir nicht direkt rein, weil der hier noch aufs Maul möchte vorher. Oder auch nicht, weil er wegläuft. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein. Whoppa! Dann schauen wir uns mal um. Da ist der Turm. Okay.
Okay, so wie sonst auch. Keine Gegner hier am Start, das freut mich. Aber ich würde sagen, wie es hier weiter vor sich geht, sehen wir beim nächsten Mal. Fürs Erste würde ich sagen, reicht das für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch eine wunderprächtige Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye. Bye.